Hallo zusammen. Wie ihr im Titel schon gelesen habt, wollen wir nach Madeira auswandern. Wir haben uns jetzt kurzfristig dazu entschlossen, euch auf YouTube daran teilnehmen zu lassen. Deswegen, da die ersten Vorbereitungen bzw. Sondierungen schon getan sind, habe ich das jetzt alles mal hier in einem Video zusammengeschnitten, also meine ersten Impressionen aus Madeira. Und deswegen kommt die Erklärung nur im Voice-Over. Die Videoqualität wird auch nicht so doll sein, da ich das meiste einfach nur mit dem Handy aufgenommen habe. Und bisher nicht geplant war, dass ich hier YouTube-Videos draus mache. Aber wir haben uns trotzdem dazu entschlossen, weil wir uns geärgert haben, dass wir das bei unseren letzten Projekten nicht gemacht haben. Wir waren ja ein halbes Jahr mit dem Wohnwagen in Europa unterwegs. Da wollten wir das Ganze schon machen, haben es dann aber irgendwie nicht hingekriegt, weil es im Wohnwagen aus dann doch schwierig ist. Dann hatten wir ein Segelboot gekauft und haben 3 Monate auf dem Segelboot in Griechenland gelebt. Da haben wir es auch probiert. Hab es geschafft, ganze 2 Videos hochzuladen auf den Kanal. Der Kanal hieß auch vorher Infinity Sailing und jetzt haben wir ihn umbenannt und jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Also, wir spielen ja schon länger mit dem Gedanken, in Richtung Süden umzuziehen. Und die ganze Zeit war Portugal unser Favorit, also Festland von Portugal. Und da waren wir auch schon ein paar Mal im Urlaub, eben während der Wohnwagentour. Und dann sind wir auch extra nochmal hingegangen für 2 Wochen, um uns dort Schulen anzugucken und Häuser und alles. Und ja, und dann sind wir irgendwie auf Madeira gekommen. Das hatten wir vorher gar nicht so auf unserem Schirm. Aber haben dann festgestellt, dass das doch viele Vorteile hat und die Landschaft da einfach schöner ist, das Klima besser ist und das Inselfeeling uns gefällt. Und deshalb bin ich, nachdem ich auf YouTube mir viele Videos über Madeira angeschaut habe, bin ich dann einfach mal Ende November, Anfang Dezember nach Madeira geflogen, um mir das Ganze anzuschauen, um mir auch ein paar Häuser anzuschauen, um mir dort die internationale Schule anzuschauen und die Videos von meinem Kurzaufenthalt dort seht ihr jetzt gerade hier im Hintergrund. Das Ganze wird natürlich nicht so einfach werden, da wir im Gegensatz zu unserer Bootstour damals jetzt noch 2 Hunde und Pferd haben, wir damals nicht hatten. Und das müssen wir halt jetzt alles erstmal irgendwie unter einen Hut kriegen. Also eine Schule für die Kinder, dann die Hunde müssen mit und wir brauchen auch einen Platz für das Pferd. Deswegen habe ich mir als allererstes mal die internationale Schule angeschaut. Also es gibt 2 internationale Schulen auf Madeira, beide in der Hauptstadt Funchal. Die eine heißt einfach nur International School und das andere ist die International Sharing School. Ich habe mir die International Sharing School angeschaut, weil mir das Ganze vom Konzept her besser gefallen hat. Und das sah eigentlich auch ganz vielversprechend aus. Ich war dort, wir waren alle nett und habe mir alles angeschaut. Das Konzept
gefällt mir ganz gut. Und es wäre eine Schule, wo ich, die ich mir für die Kids vorstellen könnte. Es ist jetzt nicht ganz so toll die Auswahl eben wie in Portugal auf dem Festland. Da gab es einige Schulprojekte, die so ein bisschen abseits vom Mainstream waren, wie zum Beispiel Story Forest oder Nautilus Learning Hub. Das war schon ganz cool, das hätte ich auch gut gefunden. Das war eher so, ja, wie der Waldkindergarten hier, in den der Levio geht. Die hatten da so einen Areal draußen für die Kinder zurechtgemacht, also mit Kletterbäumen und Spielmöglichkeiten. Und das ganze Konzept war ja so eher so projektbasiertes Lernen. Und das haben wir leider nicht in Madeira, aber wie gesagt, die International Sharing School fand ich auch ganz gut. Dann habe ich mir auch was eine Unterkunft fürs Pferd angeguckt, weil das ist auch schwierig. Wir wollen das Pferd nicht einfach irgendwo in den Stall stellen. Abgesehen davon, dass es auf Madeira eigentlich nur einen Stall gibt. ja, aber Stall kommt für uns eigentlich nicht in Frage, weil das Pferd jetzt auch in der Herde gehalten wird. Und also tagsüber draußen ist in der Herde und nur abends in der Box steht. Und wir wollten, wenn, dann sowas natürlich auch gern auf Madeira haben, dass das Pferd eben natürlich gehalten wird und nicht die ganze Zeit den ganzen Tag in der Box rumstehen muss. Aber da habe ich auch was gefunden und sieht sehr vielversprechend aus. Habe ich auch einen Ausritt gemacht mit der Besitzerin. War irgendwo im Video war auch mal ein kurzer Ausschnitt davon. Und ja, das sieht auch ganz gut aus. Also hätten wir auch fürs Pferd was. Für die Hunde brauchen wir natürlich ein Haus mit Garten. Da habe ich mir auch vier Häuser jetzt angeguckt und da ist aber auch was Vielversprechendes dabei. Und wir sind am Überlegen, ob wir das dann kaufen werden. Das ist natürlich auch wieder typisch für uns, wenn wir kaufen das dann, anstatt erstmal auf Madeira zu ziehen und was zu mieten und uns anzuschauen, ob das für uns passend ist oder nicht. Ah ja, da ist jetzt gerade das mit den Pferden. Kurzer Clip vom Ausritt. Ja, wir wollen gleich was kaufen. Das ist wahrscheinlich wieder unvernünftig, aber damals im Segelboot war das Ganze noch krasser. Da haben wir ein Segelboot gekauft, ohne dass ich überhaupt segeln konnte und den Segelschein hatte. Und das Boot haben wir damals auch gekauft. Da waren wir gerade in Thailand und da habe ich das Boot gekauft, ohne das Boot überhaupt gesehen zu haben. Also ohne das Boot live gesehen zu haben. Wusste natürlich schon, was für ein Boot es ist. Ich habe es im Internet angeschaut, aber ich selber habe es live nicht gesehen. Was ich allerdings gemacht hatte, ich hatte zumindest einen Gutachter mal hingeschickt, der ein Kurzgutachten gemacht hat und gesagt hat, es ist alles in Ordnung. Ganz so irre waren wir dann doch nicht, aber ja, wir hatten das Boot nicht live gesehen, wir haben das von Thailand aus gekauft und ich hatte noch keinen Segelschein. Aber dann war es halt so und wir hatten das Boot und ich musste halt den Segelschein machen, was ich dann auch gemacht habe. Und dann sind wir einfach alle zusammen nach Griechenland geflogen und sind auf das Boot und wollten und haben da unsere Bootstour gestartet. ja, nach 3 Monaten hat sich dann aber halt herausgestellt, dass es mit den Kindern doch zu schwierig ist, auf dem Segelboot zu leben.
Die haben dann keine festen Freunde da halt gehabt. Es gab schon Deutsche, die man immer im Hafen kennengelernt hatte, aber dann sind die halt auch weitergefahren. Und ja, das war dann, für die Kinder war das zu krass. Aber ich würde diese Erfahrung nicht missen wollen, weil das war schon trotzdem auch schön. Und wir bereuen nicht, das gemacht zu haben, und die Erfahrung kann uns niemand nehmen. Und ich und Theresa würden das vielleicht auch, wenn die Kinder groß sind, irgendwann mal wieder machen, weil das war schon echt cool. Also uns hat es sehr gut gefallen, aber mit Kindern war es nicht praktikabel. Naja, aber jetzt wollen wir ein Haus kaufen, und wenn wir ein Haus dann gekauft haben, dann gibt es auch kein Zurück mehr. Dann müssen wir das einfach machen, weil wir sind ganze Zeit am Hin und Her überlegen, Vor- und Nachteile, aber wenn man es nicht macht, dann wird man es nie rausfinden, und so sind wir dann auch gezwungen, das zu machen. Der Schluss steht fest, wir haben auch was Passendes gefunden an Häusern. Das zeigen wir euch dann aber im nächsten Video, und da seht ihr dann, wie es weitergeht mit unserem Abenteuer. Ciao.